So, hier sind wir wieder bei Play Sample und weiter geht es mit unserem Bikini-Bottenschiff. So, das ist jetzt heute Sonntag. Die andere Folge habe ich mal aufgenommen. Jetzt muss ich einfach noch hier gucken. Ich habe ja jetzt wieder erstmal ein paar Leute, die wieder gegrüßt werden möchten. Nicht das, was jetzt so gang und gäbe wird, ne? Habe ich die wieder ein Hornissen-Nest gestochen oder was? So, Dome882TM möchte gerne gegrüßt werden. Er ist neu auf dem Kanal und ich sage hi. Und dann haben wir noch den. Also, King B. Aka hat Geburtstag. Happy Birthday. Aber hast du wirklich Geburtstag oder wollt ihr mich jetzt verarschen jetzt die ganze Zeit hier? Nicht, dass ich jeden grüße und, ne? Also, King B. Aka. Und dann haben wir noch einen, den wir grüßen wollen. Den Namen vorne kann ich nicht aussprechen. Cool. Znenan Cool. D-Z-E-N-A-N. Cool. So, das jetzt habe ich aber alle gegrüßt. Jetzt ist aber Schluss mit lustig hier. Wir müssen bauen, ey, bauen. So, ich habe hier, vorhin habe ich gebaut und habe gedacht, ja, dann lade ich das Video hoch und das war ja natürlich kacke. So, jetzt muss ich nochmal neu machen, mit euch das erklären. Ich habe das Schiff, das ist jetzt natürlich, wundert ihr euch, wo sind die Segel hin? So, ich habe die Segel weggemacht. Das heißt, ich habe ja vorher, hatten wir hier 4 Stück gehabt. Die habe ich weggejodelt, dass wir jetzt hier nur 3 haben. Und dann müsst ihr natürlich nur hier darauf achten, ihr macht das Segel weg und dass ich hier 1, 2, 3 und dann kommt das Podest da drauf und das macht ihr mit den anderen Segel auch. Macht ihr die aus den Dreiern 2er, so weit runter bis wir am Holz seid und dann 1, 2, 3 und dann kommt dieser Mast dahin und fertig. Dann haben wir den gekürzt, weil mit den 3 Segeln habe ich mir das angeguckt, das ist ein bisschen zu crazy, das ist ein bisschen hoch. Das ist denn, da sieht der Banane aus. Und dann habe ich das Schiff noch ein bisschen breiter gemacht. Das heißt jetzt, ich habe es jetzt hier nochmal ausgeschlagen. Ja, ich habe hier eine Reihe hingemacht noch, sodass wir jetzt hier so als Stufe. So, jetzt mache ich das hier einmal so, dass man das noch sieht. Zack, 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 zack. Die kann man ja gleich wieder reinmachen. So, dass man hier als Stufe das jetzt mitzählt. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich hier vorne noch einen hingeknallt. Also hier 1, 2, 3, 4 müssen bei euch sein. So, wenn man jetzt von da aus guckt, 1, 2, 3, 4. Dann bis dahin gehen und dann macht er dann einfach, wie ihr wollt, dass das hier so ein bisschen verschnörkelt ist. So, jetzt habe ich das hier so gemacht. So, so. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Oder machen 2er daraus. So, 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 so. Also das könnt ihr ja bauen, wie ihr wollt. Ihr seht ja so, dass ein Versatz ist drinne. Und dann können wir jetzt hier so, dass hier ein Zweier ist, oder wir machen auch ein Zweier hin, dass wir hier überall noch einen rausnehmen. So, das ist euch überlassen, was euch am besten gefällt. Ich glaube, ich lasse meins so. Und dann kommen natürlich hier wieder die Stufen da rein. Oder vielleicht mache ich noch einen da weg, damit das nicht zu nah ist. Dann doch ein bisschen zu nah. So, dass man hier sagen kann, so, ey, komm, so, so, und dann hier, je nachdem, das ist euch überlassen, ihr habt ja jetzt gesehen, einfach nur an den Stufen richten, also noch eins, ein aufknallen da, Mann, ey, was ist denn los heute hier? Aber wichtiger ist, dass wir jetzt hier, okay, die Dings haben wir gemacht, die Segel. Ja, und dann könnt ihr rumpuppeln, wie ihr wollt, ne? Also das ist wichtig, dass ihr hier nur habt, erste, zweite, dritte, vierte. Also dass das 4 Reihen sind. Und dann könnt ihr bis dahin machen und dann diagonal ausschneiden, dass das hier so schnörkelig ist. Je nachdem. Da habe ich dann so, 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 dass das hier das Schiff allgemein so ein bisschen breiter wird, ne? So, dann die Segel kleiner gemacht, habt ihr auch verstanden, ne? Ist ja nur einfach wegmachen. So weit runter, dass wir hier nur 3 Steinchen haben. 1, 2, 3. Holzer und dann das Segel da drauf machen. So, jetzt fangen wir an mit dem Wichtigsten, mit unserem Kreis. Der Kreis ist dafür da, damit wir auch die Flasche dahin bauen können. So, warte mal, jetzt hatte ich weiß genommen gerade. Da, gemeißelter weißer Stein. Wo ist der normale? Hier. So, der normale. Weiße Stein. Damit wir es jetzt hier auch genau hinbauen, ne? So, wir gehen jetzt hier unten hin.
Jetzt gucke ich gerade, habe ich jetzt hier irgendwo vertan oder was? Ach so, da muss ich noch einen hinjodeln. Das heißt, die Reihe war fertig und dann muss ich hier dann noch einen hochmachen. 1, 2, 3, 4. Aber dann muss ich dann den noch dahin machen. Das heißt, hier ist der und dann der dahin. Also, das liegt jetzt nur daran, dass wir jetzt hier noch nicht aufgebaut haben. Aber das ist jetzt egal. Die eine Seite habt ihr ja. So muss aussehen. Ich mache das jetzt von der Seite eben kurz hier hin, damit das nicht so auffällig ist. Oder warte mal. Geschwindigkeitstrank. Und so einmal dahin. Und dann, gut, richte ich mich jetzt eben nur kurz nach am Ende. So, da ist noch einer hin. Muss ja immer einer sein. Warte mal. So, damit das alles auch gleich aussieht. Ja, genau. Und das ändere ich gleich selber, wenn das hier ist, wenn wir da hinten sind. Das ändere ich gleich selber noch. So muss ja aussehen von hinten. So, dann seht ihr, hier ist die Mitte. Da haben wir ein Glas gemacht. Also fangen wir jetzt mal von hier an. Das heißt jetzt hier, das Glas zählt mit. Das heißt jetzt hier unten ist, sagen wir mal, einer. Einer. Ne? Aber da haben wir jetzt ein Glas hingemacht. Dann muss ich wieder hinmachen und nachher ist nicht. Was habe ich denn genau? Ein hellblaues oder Tuan-Glas? Ich nehme mal Tuan-Glas. Tuan. Habe ich das hier auch genommen, Tuan-Glas? Ja, ne? Ach, habe ich ja reingemacht. Okay, also das zählt die Mitte. Die Mitte ist Mitte. So, jetzt, ne? Nochmal erklären. Das ist Mitte. Das ist die Mitte. Und von der Mitte aus gehen wir jetzt komplett durch. Das heißt jetzt hier, die Mitte zählt nicht mit. Da ist ja das Glas schon. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. So, dann macht er diagonal einen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann hoch. 1, 2, 3, 4. Hoch. 1, 2, 3. Hoch. 1, 2. Zack. 1, 2, 1, 2 und dann 3 einer, 1, 2, 3. Dann sind wir hier. Dann 2 Stück nach oben. Dann wieder 2 Stück nach oben. Wieder 2 Stück nach oben und 3 Stück nach oben. So. Dann 1, 2, 3, 4. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt sind wir in der Mitte angekommen. 5 und dann wieder diagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Steine. Und jetzt haben wir jetzt die Hälfte gemacht. Jetzt gehen wir die andere Hälfte wieder. Und dann sind wir automatisch gleich hier unten. Ja, aber wir gehen das nochmal durch. Das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann gegenüber 1, 2, 3, 4. Dann 1, 2, 3. Und dann wieder diagonal 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, dann wieder Dreier, einer, 1, 2, 3. Und dann in diese Richtung ein Zweier, 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 Dreier, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sind wir wieder oben, das sind wieder 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, das geht jetzt natürlich jetzt hier. Jetzt haben wir bis hier fertig. Und das heißt jetzt, das geht jetzt natürlich so wieder runter. Das heißt hier wieder ein Fünfer, ein Vierer, ein Dreier, ein Zweier, 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 dann Dreier, dann wieder so runter. Und dann sind wir sofort wieder angekommen. Also die Hälfte habt ihr gemacht. Das heißt ja, diese Hälfte haben wir gemacht bis dahin. Und dann geht das einfach von da aus wieder runter. Das ist ja, die eine Hälfte haben wir ja fertig bis hier oben in die Ecke und dann geht das genauso nach diesem System wieder nach unten, ne? So, wenn wir das gemacht haben, diesen Kreis, ne, dann sieht das so aus. Bam! Und dann haben wir den Kreis und der bedeutet, wir machen jetzt hier vorne bis zur Flasche, mache ich das mal, weil hinten weiß ich ja noch nicht, wie weit wir gehen. Also bis dahin gehen wir auf jeden Fall. Sagen wir mal davon bis zum Mast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Und dann geht das noch weiter, aber da machen wir noch später in der nächsten Folge. Das heißt 8 Stück. Dann kann ich erstmal hier das Glas muss ich das. Ich muss hier nochmal Dings hier machen. Wer ist das? Sand habe ich nicht gemacht. Das ist natürlich doof, ne?
Weil ich muss hier auf dieser Seite muss ich noch Sand hinknallen, bevor ich hier jodle. Also wir müssen jetzt einfach nur nach diesem Maß jetzt komplett entlang gehen. Das andere, das hier unten, das mache ich, wenn ich das, den Sand dahin gemacht habe. Aber ich zeige euch das jetzt hier nur. Zack, Geschwindigkeit. Und dann müsst ihr einfach nur... ruckzuck nach diesem Maß gehen. So. Da unten komme ich ja nur dran mit Dings, ne? Sand, ne? So, den. Und dann geht das immer so weiter. Und dann in, könnt ihr das Weiße wieder rausschlagen. Weil das brauchen wir ja nicht mehr. Das ist ja nur eine Hilfslinie. Damit wir den Kreis auch haben, ne? Und jetzt müsst ihr einfach nur diese Glas. Könnt ihr doch in Weiß machen, wie ist euer Geschmack. In Blau oder Weiß, je nachdem. Ich hätte den Kreis auch ein bisschen kleiner machen können, aber dann wäre das nicht so zur Geltung gekommen, weil wir auch den der Mast so groß ist. Wir wollen ja auch hier kein Ei haben. So, und dann geht das jetzt immer so weiter, bis wir jetzt hier, gut, das hintere Teil bauen wir ja noch. Und dann machen wir nur, wie ich sagte, 8 Steine, machen wir erstmal komplett dahin. Und dann machen wir vorne, das ist natürlich auch das gleiche gleich. Einfach nur immer jetzt hin und her geht das so einmal lang. So, da ist mal wieder Arbeit für euch, ne? Da habt ihr wieder was zu tun, ey. Gut, für diejenigen, die natürlich Bikini Bottom bauen, ne? Du. So, so sieht das aus und dann geht das jetzt immer so weiter. Gut, das wirkt jetzt noch nicht auf euch, weil das ja noch nicht dementsprechend fertig ist. Das sieht noch ein bisschen Banane aus. Aber das wird schon, ne? So. Ui, so. Okay, das habt ihr ja verstanden. Einfach nur komplett den Kreis jetzt durchnuckeln, ne? Und dann machen wir das hier natürlich das gleiche auch. Und hier machen wir natürlich nur bis zur... ja, da muss die Spitze... wir machen das bis zur Spitze. Das heißt jetzt hier... wie haben wir die Spitze gemacht? Die habe ich ja noch nicht... die habe ich ja gemacht mit euch, ne? Okay, Spitze... je nachdem, vielleicht habe ich die Spitze auch ein bisschen kleiner gemacht. Je nachdem oder so. Und bis dahin machen wir auch das Glas. Da mache ich einmal bis dahin, damit ich weiß, aha, da ist die Spitze. Okay, da ist die Spitze. Und dann geht die Flasche so rund noch, aber das, ihr wisst ja, wie eine Flasche aussieht, ne? Und dann hier komplett auch wieder ein Teil Langnudeln. Und dann hier auch. Ich glaube, in der Flasche ist auch Sand drin, ne? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das nochmal angucken, genau. Und da kommt ja noch ein Schild da davor. Das heißt, diese Fari oder Mari, wie das heißt. Da steht ja auch da dran, ne? Das machen wir auch noch. Ich glaube, das ist bei Minecraft das größte Gebäude wieder, was wir jetzt hier gebaut haben. Aber Fisch in der Flasche. Fisch in der Flasche. Was für ein Deutsch. Schiff in der Flasche, ne? Ist ja nicht so, dass man das so ganz klein bauen kann. So, jetzt haben wir das hier. Nun geht das jetzt immer so weiter, bis wir hier diesen Kreis komplett außen haben, dass das Schiff verschwindet in einer Glaskuppel. So, und dann, wenn ihr das hier jetzt fertig habt, zum Beispiel das habe ich jetzt hier soweit fertig, die Seite, dann können wir jetzt hier das mit dem Glas verbinden und dann ist das hier komplett in eins durch. Dann hier komplett und dann wieder, das habt ihr ja verstanden, also jetzt hier einfach ein Langnudeln. Ich muss jetzt hier gleich gucken, dass ich jetzt hier noch das Sand rein, den Sand reinkriege. Und dann geht das immer so weiter, dass wir jetzt komplett die Form haben von dieser Flasche. Und dann bei der nächsten Folge sind wir dann, ja, dann haben wir das Ding erstmal in der Pulle drin, Halbpulle. Dann müssen wir das Hinterteil noch bauen. Und dann, ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, aber hätte ich den Kreis kleiner machen können, aber das ist auch kacke. Ich hätte den Kreis, ne, geht ja gar nicht, wir müssen ja übers Deck vielleicht einen kleinen tacken, aber das wäre jetzt nur so gewesen, dass jetzt hier so ein bisschen Fitzelmitzel da. Aber dann wäre der Kreis nicht so richtig rund geworden. Das wäre wieder... das ist jetzt peng egal. Wir wollen uns ja nicht anpinkeln wegen ein paar Dinger. Weil eine Wasser... Dings wäre das... eine Flasche... Schiff in der Flasche ist auch ein bisschen mehr Platz an der Decke und so. So sieht das aus. So, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Puh, das wird auch ein Ding, ey. Fisch ist, ich glaube, zu groß, ne? Egal, dann ist das gewesen. Hingucker wird das. Wenn die Flasche fertig ist,
Das Schiff da drin ist. Ja, gut. Wir müssen es ausbauen. Wenn nicht, dann bauen wir es nochmal. Ne? So, das war's jetzt von mir. Gucken, wie lange haben wir den aufgenommen diesmal. Und, Moment, ich hab's gleich. 15 Minuten. Boah, das wäre aber schnell, ne? Ich kann euch jetzt noch eine Geschichte erzählen, aber das ist ja dann zu langweilig, ne? Also, dann würde ich sagen, das war jetzt ein kleines Dings. Aber mehr kann man ja nicht machen, ne? Ja. Außerdem muss ich ja nicht die Zeit totschlagen, um euch hier zu unterhalten. Hauptsache effektiv, ne? Schnell und effektiv. Am besten ein Video und das ganze Ding ist fertig. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Baut das erstmal und wünsche euch einen schönen Sonntag. Und dann gucken, ob ich morgen muss ich wieder länger arbeiten, ob ich es schaffe. Wenn nicht, dann muss ich mir wieder was überlegen. Ich baue ja auch gerade was anderes die ganze Zeit, weil ich in August Urlaub habe. Und dann wollte ich ein Ding so raushauen, dass euch die, ich kann es jetzt nicht sagen, wegflöten, abgeht, weißt du? Also, wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns wieder und dann, ja, bei der nächsten Folge, je nachdem. Aber ich bin dabei, Kölner Dom auch zu bauen, ne? Keine Angst, wie die Titanic auch. Aber ich kann nicht sagen, wann das rauskommt. So, das war's jetzt von mir. Die Zeit ist um.